Eigentlich so ein Künstlername, ein Pseudonym. Also zum Beispiel Madonna heißt ja auch nicht Madonna oder Lady Gaga heißt ja auch nicht Lady Gaga. Also das wäre ja ein bisschen Banane. Also, ne? Das wäre ein bisschen Gaga. Aus dem Grund, ja genau, aus dem Grunde habe ich mir halt gesagt, möchte ich gerne einen Künstlernamen haben, weil ich aus meinem Privatleben so gar nichts erzähle und gerade piesackt mich hier so eine Wespe. Die möchte auch gerne wissen, wie ich heiße. Jetzt ist er weg. Ja, das ist eigentlich der Grund, ist ein Pseudonym, weil ich aus meinem Privatleben so gar nichts erzähle und nur durch meine Musik so gerne kennengelernt werden will. So, wo ist denn unser Tobi? Hier. Ach, da, wie? Wer hat denn noch eine Frage an Unheilig? Hände hoch, damit ich euch sehe. Oh Gott, da vorne. Jetzt ist erstmal Jamie dran. Was willst du denn wissen? Warum? Mit wie vielen Jahren du singst? Seit wann du singst? Ja, ich habe erst mit 24 Jahren angefangen zu singen. Das Nein. ist noch gar nicht so lange her. Nein. Stimmt, erst Nein, ich hab mit 12 Jahren angefangen, Orgel zu lernen. Ne? Und so eine große mit so zwei Tastaturen und mit so Fußpedalen, wo man dann so Ufta-Ufta machen konnte. Und dann habe ich halt Musik gemacht, Instrumentalmusik, und mit 24 habe ich mich dann mal getraut, alleine, wenn keiner mehr zu Hause war, zu singen. Bist du vorbelassen von den Eltern? Moment nochmal, sollen ja alle hören. Moment. Ich glaube, das hört nicht hier. Ah, da bist du. Ja. Bist du vorbelastet mit der Musik von den Eltern? Vorbelastet? Das hört sich aber ganz negativ an. Nein. Also ich glaube, in meiner Familie war nur mein Opa, der konnte irgendwie singen, weil er mal in so einem Chor war. Aber der wollte, glaube ich, auch Musiker werden, aber das ist leider aufgrund des Zweiten Weltkrieges nichts geworden. Und ansonsten gibt es keinen, der irgendwie was mit Musik zu tun hat. Mein Vater wollte auch mal Gitarre spielen, aber das, ne, das ist so ein Instrument, wo schnell was kaputt geht. also eigentlich nicht. Gut, Carina hat die nächste Frage. Wie kamst du auf die Idee von Geboren um zu leben? Also Geboren um zu leben ist ein Song, den ich geschrieben habe für mich selber, weil es eine Hommage an das Leben ist. Ne? Also das Leben ist schön, das Leben kann man auch genießen und jeden Tag, den man hat, da soll man also froh für sein. Und für mich war es einfach wichtig, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo das einfach für so mich extrem wichtig war, ein Lied zu schreiben über das Leben. Wenn man so bestimmte Dinge im Leben halt mal erlebt, die dann jetzt nicht so toll sind, dann hilft ein Lied manchmal richtig gut, einfach mal so wieder loszulassen und das Leben zu genießen. Also jeden Tag genießen, ne? Unser Tobi? Ich habe gerade meinen Vater im Publikum entdeckt. Wo bist du? Wo ist der? Ich sehe nicht. Da, er hat gerade seinen Papa entdeckt im Publikum, deswegen ist er ganz offen. Die nächste Frage von Silvia. Und zwar wollte ich fragen, ob du meine Märchen-CD aufnimmst, weil du hast ja schon mal Märchenstücke gelesen und das hat sich so schön angehört. Ja, danke. Ja, also ich habe das im Hinterkopf. Ich werde das mit Sicherheit irgendwann mal machen, ich weiß nur nicht wann. Also mir selber macht das sehr viel Spaß, es dann auch noch ein bisschen mit Musik zu untermalen. Und ich denke mal, es gibt wahrscheinlich viele, die das auch mal gerne hören würden. Ja, also das werde ich irgendwann vielleicht mal machen. Also, ja. Da melden sich. Hast du denn ein Märchen, was du gerne hören willst? Das ist doch auch mal. Kannst du mal kurz fragen, wo ist er oder ist er weg? Schneewittchen hat sie gerufen. Schneewittchen. Oh, das ist gut. Kannst du das auswendig? Nee, aber ich weiß, worum es geht, ja. Es war einmal. Genau, das können wir. Ja, das können wir. So, die nächste Frage von Hannah. Also ich wollte fragen, was du für einen Radiosender zu Hause hast. Jetzt sag nicht falsch. Ja, ich habe so einen Sender, ich höre euch immer. Ne? Der ist ein extremer Weltsender. Nee, also als Musiker bist du ja viel unterwegs. Ja, und du hörst eigentlich so alles, was im Radio ist. Also Radio hat für mich eine ganz andere Stellung bekommen jetzt als früher. Also ich habe früher mehr Fernsehen geguckt, aber wenn man viel unterwegs ist, dann hörst du Radio. Und immer da, was nett ist und wo gute Musik läuft, wie bei euch. Dankeschön. Ihr wart ja eigentlich so die Ersten, die mit Unheilig gespielt haben. Ja. Und das ist echt total toll. Vielleicht können wir da mal einen Applaus für kriegen. So. Ja, ein Riesenapplaus dafür. Das war ganz toll, ehrlich. So, die nächste Frage.